weil wir in der Schule Ökonomie ansprechen müssen. Es gibt einen klugen Satz von Benjamin Franklin: Ein leerer Sack kann nicht aufrecht stehen. Und das ist ein ganz zentraler Satz. Wir brauchen auch, um wirklich unabhängig zu sein, um ein Bürger zu sein, der nach seinen Vorstellungen und seinen Überzeugungen arbeitet und auch seine Stimme in den Wahlen so abgibt, brauchen wir eine gewisse ökonomische Unabhängigkeit. Ich sage absichtlich Unabhängigkeit, nicht Sicherheit. Also eine Unabhängigkeit, die heißt, ich kann mich auch ökonomisch betätigen. Ich bin nicht abhängig von einem Beschäftiger oder von einem Staat oder jemand anderem, sondern ich erwirtschafte meine Ökonomie selbst. Damit sind wir auch bei der Entrepreneurship Education, weil das auch schon in der Schule mit vorkommen muss. Sonst wären das alle Angestellte. Nichts gegen Angestellte, aber wir brauchen neue Ideen. Wir stehen vor riesigen Herausforderungen. Wir brauchen neue Ideen, wir brauchen andere Akteure. Wir brauchen Leute, die unternehmerische Verantwortung übernehmen. Und deswegen ist dieses Thema Entrepreneurship und Entrepreneurship Education so wichtig. Also klar, die Politik kann Raum geben. Ich denke erstmal nicht an Finanzielles, sondern die Ökonomie kann Raum geben, dass das in der Schule vorkommen kann. Dass man Lehrer hat, die auch mit Begeisterung dabei sind. Damit das Fach Entrepreneurship nicht in sowas wie Rechnungswesen, Buchhaltung, Statistik, Bilanz erstellen und so geht. Das braucht man alles, aber der Entrepreneur muss führen. Der kann sich nicht mit allen Einzelheiten beschäftigen. Dafür hat man Angestellte, dafür hat man Gründungszentren, die helfen, wie man diese anderen Gebiete eines Unternehmens professionell einbaut. Aber im Kern geht es so, mit welcher Idee, mit welchem Produkt, mit welcher ökologischen Innovation will ich in den Markt gehen. Das ist der Kern. Die Buchhaltung und alle diese Fragen der Unternehmensverwaltung, die kommen später und die kann man auch arbeitsteilig angehen. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Initiativen. Das Ganze ist ja nicht so sehr von den Schulen ausgegangen, sondern von Initiativen, die sich so am Rande von Schulen oder am Rande der Gesellschaft angesiedelt haben. NIFTI ist so eines, aber es gibt eine ganze Reihe von Gruppierungen, die sich bemühen, dieses Thema Entrepreneurship ein Stück weit mehr ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Wie können wir sicherstellen, also es gibt so Untersuchungen darüber, welche Leute interessieren sich für dieses Gebiet. Da kommt zum Beispiel heraus, frühe merkantile Erfahrungen. Also wenn Kinder mit Spaß etwas verkauft haben oder etwas gehandelt haben oder gespielt haben, Ökonomie, also einen Laden gespielt haben, dann sind die viel aufgeschlossener später, das überhaupt auf den eigenen Radar zu nehmen als andere. Das würde ich so als ein Beispiel sehen. Wie kommt man an dieses unternehmerische Denken und Handeln heran? Ja, das ist natürlich gut, wenn das nicht nur der Pädagogik überlassen bleibt. Die macht ein Curriculum draus und oft kommt dieses Verschulte dann in einer Weise rüber, die nicht mehr so sehr spannend ist und dann vielleicht eher sogar Leute abschreckt. Es gibt auch Beispiele, dass diese Beschäftigung etwa mit Buchhaltung oder Statistik mehr abschreckt als förderlich ist, in sowas Unternehmerisches zu gehen. Deswegen ist es gut, wenn andere Akteure dabei sind, natürlich Unternehmen. Am besten nach meiner Erfahrung andere Gründer. Große Unternehmen sind weit weg, also die sind auf einem anderen Stern sozusagen wie ein Gründer. Aber sich mit Gründern auszutauschen, wie hast du das gemacht? Wie bist du auf die Idee gekommen? Was hältst du von meiner Idee? Was sind denn so die ersten Schritte? Worauf muss ich denn aufpassen? Welche Fehler hast du denn gemacht? Das ist viel produktiver. Diese Veranstaltung heute ist ein Pionierprojekt. Da ist Niedersachsen mit der Nase vorne dran. Sehr gut. Es ist Professor Asghari, den ich hochschätze. Und der Rosshandel, die das initiiert haben. Das finde ich schon sehr gut, dass man die verschiedenen Akteure, wie Sie sagten, zusammenbringt und ein bisschen öffentliches Bewusstsein auch in der Politik, dass das auf dem Radar der Politik erscheint und nicht nur so der Staat einen Angestellten
Dasein präferiert. Die klassische Schule hat immer auf Angestellte vorbereitet. Deswegen gibt es Berufe, deswegen gibt es Fächer, dieses auf eine eigene Idee kommen und diese Idee sogar praktisch umsetzen, läuft dem ganzen Schulsystem ein Stück zuwider. Und deswegen ist es wichtig, dass man das mal an den Hörnern packt und sagt, jetzt machen wir mal eine Veranstaltung, die genau versucht, diesen Punkt zu treffen und mal zu öffnen, dass diese Schule sich der Ökonomie öffnet, ohne gleich sowas kapitalistisch gewinnmaximierend zu werden, sondern erstmal diesen Spaß an ökonomischem Denken und Handeln versucht auszuprobieren und öffentlich zu machen.